Wo ist denn Amit? Deswegen ist mein Ehrenmann. Ist er im Astronomieturm? Wahrscheinlich, ne? Geh weg von Sebastian, der kann mich mal. Oh, ja. Gestern ist es überfordert und habe ich heute ein kleines Hüsterchen. Oh, gute Besserung, Füßerchen. Hast du einen Ingwertee zu Hause? Der tut immer ganz gut bei Husten. Ich habe Füßerchen nicht ignoriert, ich habe nur nicht Hallo gesagt. Ich war unhöflich, habe nicht gleich, also ich habe nicht Hallo gesagt, sondern habe gleich geredet mit Füßerchen. Und etwas müde. Ja, was die nächsten Wochen halt generell etwas öfter passieren kann, weil, wie gesagt, da draußen Bauarbeiten. Malfoy? Es ist begreiflich, dass Black eine Frau hat. Welche Hexe würde denn diesen Mann heiraten? Andererseits bedeutet das wohl, dass es auch für uns noch Hoffnung gibt. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Ronan uns eigentlich einen Zauberspruch beibringt. Hey, wenigstens weiß er's. Findest du nicht auch? Wenigstens weiß er's. Ob der Mann in Hogwarts ist, um die nächste Generation zu unterrichten oder um der nächste Ulrich der komische Kauz zu werden. Alle fürchten Professor Sharp. Ich nicht. Er ist genial. Ich finde diese Unterhaltung übrigens ultra gut, die einfach immer aneinander vorbeigehen. Ich würde mich zu Tode schämen, wenn meine Mutter in Hogwarts unterrichtet. Arme Nati. Wie sich Sharp wohl sein Bein verletzt hat? Wahrscheinlich während seiner Zeit als Auror. Ich wünschte, Ronan könnte alles unterrichten. Zauberkunst ist die einzige Stunde, in der ich wach bleibe. Du solltest Sharp mal übers Wahrsagen reden hören. Ein Wunder, dass Ronan... Diese eine Unterhaltung und die andere Unterhaltung. Sollten die Sterne auch mehr wissen als Karten? Das ist eigentlich voll schlau, wenn du einfach nur jemanden möchtest, der sich mit dir unterhält, ne? Ich kann immer noch kein Streichholz in einen. Aber du, du möchtest unbedingt über ein Thema reden. Und eigentlich ist ja auch egal, ob jemand also da mitredet. Du möchtest einfach nur rauslassen, was du darüber reden möchtest. Aber du möchtest halt nicht mit dir selbst reden. Dann musst du dir einfach jemanden suchen, der genauso ist. Und dann tut dir einfach so, als ob ihr ein Gespräch führt. Professor Weasley bereitet mich schon auf meinen UTZ in Verwandlung vor. Ich hatte Angst, dass Verwandlung. 23 andere Teesorten und Kakao. Aber Ingwer ist gut, weil Kratz, Kratz macht weg, weg. Das liegt an meiner Unentschlossenheit. Es brennt ein bisschen im Hals und dann ist besser. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Deswegen trinken ja so viele Synchronsprecher und sowas, Ingwer-Tee und so. Ja, Pieps, danke. Nun, wir spielen Huggy Huggy in Wassi Wassi. Das mit dem Handy ist halb so wild. Das ist gut. Die Schrammen, die verheilen auch wieder. Schön Bepanthen oder sowas draufschmieren. Halt irgendeine Fettcreme. Aber ohne Dingsbums, ohne Parfüm und so, ne? Sonst mach's brenn. Hallo, Amit. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet an einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit, mitzukommen? Natürlich! Wie aufregend! Natürlich! Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. So lustig. Kann das gefährlich werden? Kann das gefährlich werden? Ich meine, ich frage, weil ich abenteuerlustig bin. Aber nicht, dass ich... nicht, dass mir was passiert. Er ist so süß. Er ist so derpy. Oh. Hallo, Niki Barbaro. Fettcreme ohne Parfüm. Einfach gute Butter. Weiß ich nicht. Irgendwann macht Kratzi weg. Ja, irgendwann ist gut gegen Kratzi. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Ja, Nerd. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. So überprüft man Aussprache aber nicht.
indem man in sein Rohr guckt. Also just saying, ja, Meat. Also, naja. Ich mag Amit. Amit ist einfach so ein guter. Wisst ihr, der ist halt nicht so Sebastian. Oh mein Gott, wo müssen wir denn... Und hier sind noch Prüfungen. Wie können denn hier noch Prüfungen sein? Ich hab... Okay, wir gehen hier hin, machen die Prüfung, gehen dahin. Let's go. Da wird mir schlecht. Übel genauso wie bei Camille. Also, Ingwer habe ich noch nicht von Unverträglichkeit und soll Camille nicht eigentlich genau gegenüber helfen? Aber gut, jeder verträgt anderes, ne? Soweit der Plan. Ich bin gespannt, wo wir landen. Ich halte mich komplett an den Plan. Warum kann ich nur so langsam gehen? Ach schon, jetzt passiert hier irgendwas. Also. Viel mehr gibt es ja auch gar nicht. Guck, also das ist ein Händler, da können wir ja eh nichts machen. Schatzgewölbe. Aber haben wir das dann noch nicht? Dann machen wir vielleicht das Schatzgewölbe auch noch. Ich meine, es ist ja genau daneben. Boah, das ist schon echt schön, ne? Das ist schon echt hübsch hier. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was? Also so schlimm sind die Prüfungen Merlins jetzt auch nicht. Normalerweise. Lumos. Duellleistung? Nee, lass mal. Ich muss halt wirklich an einem Sumpfkratler vorbei. Na doll. Ich kann gerade nicht. Ich muss eine Prüfung ablegen. Ich kann gerade nicht. No Kampf. No Kampf. Lige. Lige no. Oh Gott, da hinten. Du willst mich veralbern. Oh, was leuchtet da denn alles? Da ist eine Buchseite. Oh, hier ist alles. Was? Okay, ihr seht nicht, was ich sehe, aber das sehe ich gerade. Diese Minimap. Wir haben einen Plan. Ja, also, Pläne sind ja auch gut, aber das ist halt eher so ein... Also, da kann man sich so dran leiten, das ist ja jetzt kein ungeschriebenes Gesetz, nicht wahr? Ist voll buggy, die Flatties. Naja. Oh, das war für den dahin. Egal. Richtlinien statt Regeln? Ja, klar. Also diese Bäume sind ein bisschen seltsam zum Klettern. Okay. Und jetzt hier rüber, dann haben wir Pferd. Damit wäre das erledigt. Genau. Eins nach dem anderen. Schön. Was ist das? Was ist da noch? Niemals. Ich bin immer sehr konzentriert auf eine Sache und weiß genau, was ich brauche. Und also, ihr wisst schon. Revelio. Und das kann ich jetzt einfach umstoßen. Oh, ich mach hier Platsch, Platsch. Wie die einfach da schon runterkrabbelt. Ja, guck, das geht doch ganz schnell. Sieht interessant aus. Können wir kurz Licht Lumos anmachen? Es ist echt dunkel hier. Danke. Revelio. Lumos. Schön. Zwei Sachen schon. 5 Minuten im Spiel und 2 Sachen schon abgefrühstückt. Sehr schön. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich komme hier nicht mehr raus. Ja. Nee. Ich darf noch nicht fliegen. Warum darf ich noch nicht fliegen? Weil hier sind echt viele Monster. Das mag ich nicht. Monster mag ich nicht. Revelio. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Was ist das? Ach, ein Labyrinth. Na doll. Na ganz klasse. Oh, Ted. Das wird ja lustig. Wir müssen einfach nur in die Mitte kommen. Ihr wisst Bescheid. Was ist das denn? Naja. Da ist die Kiste. Ich bin fast an der Kiste, Chat. Wir sind fast durch. Ja, easy. Labü was? Labü was? Also... wo war denn jetzt diese doofe, also und so? Wo war denn jetzt, also... Wo ist denn das? Was ist denn das da? Oh ja, was ist denn? Bombarda! Sanfringo! Hindu! Smeliamos! Gracias! Stirb! Was ist denn das? Warum habe ich das hier? Wo bin ich denn? Hier ist ja gar nichts. Das brauche ich ja gar nicht. Brauche ich das dafür? Nee, oder? Knieselbau. Das ist egal. Ich wollte hier hin. Ein Sumpfkrattlerbau. Was war denn nochmal ein Sumpfkrattlerbau? Sieht aus wie ein W6. Ja. Ja, schon, aber also wofür? Hä, nein, da wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte doch... Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Quest, da will ich nicht... Hier! Hier! Oh, oh Gott, Smuggel, ärger dich nicht. Klingt nach einem echt gemeinen Spiel, das auf keinen Fall von Ubisoft, also auf Steam, veröffentlicht werden sollte. Verlassene Behausung. Diese verfallene alte Behausung bot reisenden Hexen und Zauberern Schutz vor den Elementen. Im Laufe der Zeit begann der umliegende Sumpf jedoch, die Hütte zurückzuerobern. Heutzutage beherbergt sie nur noch den einen oder anderen Sumpfkrattler. Kann ich das aufmachen? Mit Gewalt? Nein? Okay. Dann nicht. Hä, du hast nicht genug Platz? Wie fett ist denn mein Besen? Okay, jetzt wollten wir die eine Prüfung Merlins noch mitnehmen. Eigentlich können wir dann hier dran vorbei. Ich kann auch Schatzgewölbe mitnehmen, ich meine, kommt. Ja, hier. Hallo. Oh nein, hierfür ist der... Oh Gott, ernsthaft jetzt? Okay. Wenigstens weiß ich jetzt, wofür der Würfel ist. Der war hier irgendwo. Revelio. Da oben. Naja, fast. Also, würde ich sagen, also nicht schlecht. Komm, wir gehen mit. Wir gehen zusammen, meinte ich. Geh. Da hoch, ne? Oh mein Gott, kann man weit hoch gucken? Das wusste ich gar nicht. Was für Kobold? Wo bin ich? Ich will kein Kobold, ich wollte eigentlich nur dahin. Oh. Falsche Richtung. Punktlandung. So. Da. Ah, da ist er. Bitte verlier den Würfel nicht. Die ist mit Nachbrenner. Nee. Wir sind E-Besen. Kannst du bitte jetzt da hingehen? Danke. Und jetzt willst du da Glazio drauf, ja? Okay. Da ist gar kein Problem.
Also du kriegst ja, was du willst von mir, Spiel. Wirklich, du kriegst alles, was du willst. Oh nein, du willst Knochen. Revelio. Warum willst du denn jetzt Knochen? Wingardium Leviosa. Ja? Ich wollte die ja haben. Revelio. Was mache ich damit? Accio. Revelio. Hier sind nur die Knochen. Wieso? Also, warte mal, was? Ha. Ach, ich kann da drauf laufen. Ha. Hä, wieso kann ich da einfach drauf? Hä? Die unsichtbare Treppe gehört mir. Vielleicht war es ein Bug. Weil die Knochen nicht angezeigt wurden. Jetzt aber, oder? Es fliegt nicht. Warum fliegt es nicht? Es macht nicht, was ich will. Also ich schwöre, es macht... Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Ah, jetzt. Also es war definitiv kein Bug. Das war, also... Revelio. Das war, also genauso sollte das sein. Ganz sicher. Der Gefahr nichts gewesen. Einfach wieder auftanken. Jetzt aber, okay? Jetzt wirklich hierhin. Warum gibt es hier so viele Flammen nebeneinander? Das ist sehr strange. Hierhin. Und dann die Prüfung Merlins. Und dann treffen wir uns mit Amit. Wir sind ja fast da. Also, da hat Sebastian schon öfter warten müssen. Jetzt wisst ihr aber auch, warum er immer warten musste. Weil er es nämlich verdient hat. Aber da geht nicht. Da geht nicht! Ich will auch gar nicht absteigen. Du sollst nur runter. Wie kommt man da hin? Du kannst hier nicht absteigen. Warum nicht? Und dann halt nicht. Ich glaube, man kommt da einfach nicht hin. Dann ist auch egal. Hier Merlin-Prüfung, bla bla blub. Und dann geht's. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Du hast die andere Hälfte der Map freigespielt. Wahrscheinlich. Keine Absteigen. Wow. Hier hat was gebubbelt. Okay, wir müssen kaputt machen. Nein. Alles weg. Mach frei. Revelio. Da oben ist noch eins. Und da hinten. Okay, das ist ja alles gar kein Problem. Confringo. Es geht nicht. Okay, ich muss das irgendwie schaffen. Okay, jetzt geht's. Das geht. Und jetzt ganz schnell. Tada! Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Warum würde mich nicht wundern, wenn es einfach noch mehr Map gäbe? Also, ne? Viel Erfolg, Lurker. Gut Plan. Wir sind jetzt bei Amit. Also, Amit meine ich. Amit. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert hier. Ah, ich hätte hier außenrum... Okay, wir versuchen das mal. Nee, wir versuchen das mal. Wir gehen da jetzt hin, mir reicht's. Also, wir nehmen jetzt den Hypogreif, ne? Den Hypogreif nehmen wir. Und dann fliege ich ein Stück. Das habe ich schon gemacht, ne?
Es ist schon, ne? Bei einem habe ich nicht mal einen Besen. Mann, mit den Landen ist echt anstrengend. Ich flieg einfach dem Weg nach. Dann kann ja gar nichts passieren, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Hallo, Freunde? Ja, genau. Links. Wow, das ist echt so ein Eingang hier. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts für kein Geld der Welt. Bist nicht leise genug. Ich hänge. Hilfe. Los, lass uns landen. Jetzt lande doch. Es geht nicht. Mann. Echt. Boah, dieser Hypogreif, ne? Also ich möchte... Ja, jetzt lande und jetzt... Sollte ich hier sein? Schön, dass du mal vorbeikommst. Ja, hallo, 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 hallo. Freut mich. Hallo, hallo. Okay, langsam. Na also. Können wir bitte einfach absteigen, danke. Ich hab's gefunden. Gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, könnte es das? Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich wollte es auch mit niemandem zu tun haben. Das war aber jetzt gemein ein bisschen. Weg! Aus der Bahn, Kartoffelschmarrn! Also das wollte ich nicht. Ich wollte halt... Sieht man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Doch, aber du, ich habe was anderes zu tun. Tschüss! Hallo, Gabinio. Nee, immer noch nicht. Ich muss den ja ein bisschen leiden lassen. Also Sebastian wird irgendwann gekreuzigt, aber erstmal muss ich noch ein bisschen mit meinem Opfer spielen. Ja. Amit! Nee, du bist nicht Amit. Du bist nicht Amit. Sie haben meine Eule erhalten. Ein Freund, der Koboldergag spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnissen? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac und Rookwood. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch. Da kommt mein Freund, Amit. Wir sollten unser Gespräch lieber später fortsetzen. Zahnbohrleib. Nee, eher Kleb. Zahnkleb. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre.
Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja, vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ich auch. Ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Was, ungesehen bleiben? Sneaken? Nee, danke. Am Wochenende spricht das auch manchmal. Verstehe ich, Awesome. Ich glaube, am Wochenende können das sehr viele. Also es muss nicht mal Wochenende sein, aber ich glaube, es können sehr viele, wenn es sein muss, sprechen. Um so 4 Uhr. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Das geht schon, ja. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Danke. Dann also bis bald. Bis bald. Ich muss nur kurz den Zauberspruch da reintun. Und dann können wir... Los, Amit! Herumschleichen. Ich nicht. Ja, ich aber nicht. Revelio. Das ist ja schön für dich, dass du das kannst. Ich kann's nicht. Warum? Naja, gut, ich bin unsichtbar, das passt schon. Oh, warte kurz. Revelio. Das brauche ich, weil ich konnte nichts mehr bauen. Diese Tür schaut uns an. Hä, die schaut uns gar nicht an, weil wir unsichtbar sind jetzt. Hä, red doch nicht so einen Stuss. Also. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Hast du gerade gesagt, dass Bücher nicht gut sind? Wow, und das heißt Ravenclaw. Wow. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Ja, du wirst gleich noch mehr treffen. Schauen wir uns um und dann verschwinden wir. Also hoffentlich. Nicht, dass du daneben schießt. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, hab voll voll gemacht. Ich bin voll gut. Ich bin einfach, ich bin Problemlöser. Wow. Amit? Amit, wir sind nicht im Club, hör auf zu bouncen. Revelio. Ich fasse es nicht, wir sind in einer echten Koboldmine. Akio. Ja. Zählt das Revelio. Schon? Habe ich es schon richtig gemacht? Au. Da wirft jemand Steine nach mir. Mann, ich kann nicht... Ich kann es nicht sammeln. Warum kann... Hallo, ich... Geh mal weg da. Loot! Ich kann den Loot nicht sammeln. Ich habe von solchen Minen gelesen. Aber in echt ist es etwas ganz anderes. Ja, wow. Toll. Oh, hä? Hä, das war unfair. Bleib ganz ruhig, Amit. Ich bring dich durch diese Mine. Wie unfair! Du wirst mich nicht aufhören! Er hat gecheatet. Mach der mal. Das ist der letzte Anhänger.
Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Annie. Du hast mein Wort. Revelio. Und jetzt müssen wir wieder unsichtbar werden. Natürlich. Sesam, öffne dich. So, hier wieder Feu machen. Revelio. Ja, da hoch wäre schon cool gewesen, ne? Wie komme ich denn da hoch? Ich will da hochkommen. Ich fühle mich wie eine Figur aus einem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Wow. Wie komme ich denn da? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Wahrscheinlich irgendwann anders. Ich muss, glaube ich, von hinten da rein. So. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Kann ich hier vielleicht sollten doch irgendwo Pläne sein. Ja, jetzt hör auf, mit mir zu reden. Oh. Oh, wartet mal. Da sind Freunde. Ich werde nicht ohne. Oh. Das wollte ich nicht. Findo. Bombarda. Desaliamos. Mach weg! Stirb! Was ist das? Warum kann ich da suchen? Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was können wir? Revelio. Der ist aber nett. Ich wollte eigentlich da unten. Hier ist alles voll von Zeug. Warum? Wie? Was? Wo? Hier, darfst du suchen. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Hm. Sehr schön. Gott, ist das hier weitläufig? Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, ja, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ja, sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Ja, ja. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lockdog. Ja, ja, ich bin schon alles, aber es ist echt viel hier. Das ist beinahe zu einfach. Ich hab Kugel drückt. Aui! Hört auf mich, also, aui. Confringo! Das alles? Geh weg. Ist er tot? Hallo, bist du tot? Ist das hier jetzt richtig? Hä, wo kommst du denn her? Hä, wo kommt ihr her? Nein, ich will den da. Hallo, hör auf damit. Das noch ein besonders klug zurück. Ich würde halt echt gern wissen, wo ich hin muss. Weil da will ich ja nicht hin. Kannst du den mal töten? Oh, das ist einfach zu viel. Halt dich an mich. Ich habe Schlimmeres überstanden. Ich habe Schlimmeres überstanden, weil ich nämlich krass bin. Was da?
Okay, das ist es. Das ist es, oder? Ist das das Richtige? Ist das das Loch, wo ich raus wollte? Ich will mich aufmachen. Es ist... Ist es das Loch? Nee, oder? Es ist nicht das Loch. Doch, nein. Es ist nicht das Loch. Es ist das falsche Loch. Aber es war ein Loch. Es war immerhin ein Loch, ja? Baui sind nicht ja Baui. Was? Okay. Also raus hier. Raus. Da ist noch Zeug. Mann, hier ist so viel Zeug. Ich will nichts übersehen. Oh, warte. Ich mach voll voll. Komm, Fringo. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich habe es einfach mal gemacht. Das ist das Gitter, das ich rausgeschlagen habe. Es wäre echt schön, wenn man es nicht mehr sehen würde. Ob der Kessel wohl den Hebel antreibt? Höchstwahrscheinlich schon. Ja, jetzt beruhig dich doch. Nee. Accio. Loot. Hier ist ein Bauplan, guck ihn dir an. Noch ein Bauplan. Was haben sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Repulso. Alles voll! Mann! Revelio. Also das ist echt viel. Das ist wirklich viel, was man hier finden muss. Das ist wirklich schwer auch. Ich bin sehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles finden soll. Okay, hier ist Geld. Ein Zimmer nach dem anderen. Und dann kann ich... Ich kann da doch eh nicht weiter, oder? Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Da kam ich her, richtig? Ja, da kam ich her. Sehr gut. Hä? Warte mal, was? Wenn ich da herkam, wieso ist da ein Gegner? Das ist der letzte Anhänger. Wirklich bedauerlich. Ich denke, die meisten Kobolde sind intelligent und freundlich. Okay. Du hättest sie ja zum Tee einladen können. Wenn sie so freundlich sind. Hättest du ja mal versuchen können. Wäre mir auch lieber gewesen. Die meisten sind ganz okay. Dass wir hier 80 irgendwie schon besiegt haben und keiner davon irgendwie nett war. Hey, wen interessiert's? Das ist, also, ist ja also was ganz anderes. Warte mal, wie komme ich da hin? Entschuldigung, ich bin wirklich verwirrt. Wo bin ich? Ich laufe im Kreis, weil ich nicht... Wo bin ich? Revelio. Muss ich doch da hin? War das doch der richtige... Ich... Wo bin ich? Ah, ich habe das Gitter hochgemacht. Ach so. Ja, hupsi. Das kann ja eben mal passieren, ne? Revelio. Warte, aber da müsste ich doch da hinten auch das Gitter auf. Also hätte ich doch auch das Gitter hätte. Hätte ich das Gitter doch auf. Auch auf. Egal. Deutsch ist schwer. Wenn müde. Ja, warte, hier geht's auch lang. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Ja, ups, danke. Wir dürfen uns nicht darin verfangen. Ups, Lumos. Was hat er gesagt? Teufelsschlinge? Lumos. Ja, ja. Revelio. Aber hier ist ja nichts außer Loot, Pflanzen. Ist ja blöd. Lumos. Weg. Lumos.
Und halt die Unenden, ja, die ein, zwei, die es gibt, schon klar. So. Hallo! Da ist jemand. Ich würde gerne. Aua. Und jetzt? Habe ich gemacht. Bombarde in die Luft, während er seine Magie auflädt. Wie lädt er sind. Wie lädt er denn seine Magie auf? Wie lädt er denn? Ist das Magie aufladen? Jetzt warte doch mal, ich versuche das gerade zu schaffen. Das funktioniert so nicht. Und du da oben, ne? Halt mal die Klappe da. Ups. Jetzt hör doch mal auf, ich wollte die Sachen machen, dann halt nicht. Bisher, ich muss auch nicht. Dann duelliere ich mich halt nicht. Ist das die Magie aufladen? War das Magie aufladen? Ich krieg das nicht hin. Ich hab das Gefühl, du versuchst es. Oh, ich krieg dich. Au, nee, das ging nicht. Oh Gott. Vor allem dieses. Also das. Nee. Kein Bock mehr. Jetzt reicht's mir. Das ist wirklich. Sterbt alle, ihr nervt. Noch. Genug? Das waren sicher die letzten, Amit. Ich meine, die waren ja so freundlich alle. Da muss ich hin, ja, schon klar. Aber geht's hier lang? Sehr verwirrt bin ich. Sehr verwirrt. Das ist ein Labyrinth und ich mag Labyrinthe nicht. Ich bin kein Freund von Labyrinthen. Wirklich nicht. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Revelio. Hab ich den schon gezogen jetzt? Hab ich den jetzt schon gezogen? Akio. Ich glaube, ich habe ihn gezogen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber das ist okay. Man muss nicht alles wissen. Confringo. Und jetzt kann ich den runterziehen? Aber? Ja, okay. Ich sollte nochmal zurückgucken. Ich sollte wirklich nochmal zurückgucken, weil dann weiß ich jetzt, glaube ich, wie ich das eine aufmache. Ja. Wo ging's denn? Ach, da drunter. Upsili! Bin verwirrt. Ich habe auch voll Bock, nochmal Quarry zu spielen. Kinderriegel. Oh! Zum Lulu-Platz. Musst du Lulu machen? Danke, Fisselchen. Also für die Kinderriegel. Das ist aber lieb von dir, dass du die teilst. Ja, irgendwie habe ich Bock, nochmal Quarry zu spielen. Aber Sachen doppelt spielen, ich meine, ich habe noch nicht mal Zeit, Sachen einzeln zu spielen. Ich überlege auch echt schon, ob ich Hogwarts einfach mal bis. Also nicht. Das klingt jetzt zu hart, wenn ich sage, drauf scheiße. Also schon spielen, aber nicht mehr jede Prüfung mitnehmen. Weil ich komme einfach nicht zu spielen. Das ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt müsste es gehen, ne? Nein? Revelio. Ach doch, jetzt ist es offen. Boah, geht doch. Vielleicht nicht verkehrt. Ja, aber dann ist es halt so schwierig. Ich verstehe mal nicht, wie Leute immer wirklich so 100% Spiele im Stream machen können. Ich habe wenigstens die Kiste jetzt. Ausrüstungsplätze sind voll, das ist ja toll. Inventar. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier alles... Dann kann ich andere Sachen nicht machen. Musste ich das wirklich über das hier? Ja, musste ich, okay. Habe ich grünes Zeug dabei? Sehr schön. Dann zerstöre ich das doch mal. Und das auch. Habe ich es jetzt bekommen oder nicht? Revelio. Zählt das als geöffnet? Ich weiß es nicht. Autschi. Let's go. Dann kann ich jetzt wieder den Weg zurück. Okay, das war dann nach rechts, dann nach unten, dann durch das Tor, dann durch die Tür. Sehr gut. Ich weiß, wo ich lang muss. Hier. Und dann da. Und dann habe ich auch das geschafft. Ja. Und ich musste nicht mal Sebastian um Hilfe fragen. Gut. Aber man muss halt sagen, Sebastian ist schon der nützlichste auf Quests. Brauchen wir nicht mehr. Nee. Nee, der kann selber. Er kann mit sich selber spielen. Wir nehmen Ominous mit. So. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok-Bericht. Oh. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich muss jetzt eh den Weg nochmal zurück. Okay, gar kein Problem. Warte, da oben ist... Da ist eine Truhe irgendwo. Mehr da lang nicht mehr gesehen. Das war diese blöde Besenkuh, richtig? Oh mein Gott. Es muss einen schnelleren Weg hier rausgeben als denselben zurück. Ja, das frage ich mich auch gerade. Wie? Wo? Ach, hier. Aufzug. Let's go. Tschüss, Amit. Alter, wie er einfach spawnt. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Dann hör auf zu reden, wenn du atmen gut, musst. Dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen ihre Pläne und können verschwinden. Die Truhe müsste dann jetzt hier sein, richtig? Wo geht's denn? Wo geht's denn raus? Hilfe? Enge? Oh, Gott sei Dank haben wir die Demigeist-Sachen gemacht. Luluieren zurück für die ungeöffnete Packung Kinder. Ja, ja, hier halten sich alle, also zurück. Revelio. Also alle. Heute ist ja auch sehr ruhig, also da sind nicht so viele, die das machen könnten. Ich glaube, Dominik traut sich nicht, weil halt klar ist, dass er es dann war, weißt du? Oder Dominik möchte, dass du als erstes das nimmst. Also das erste als erstes nimmst. So. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Ich hätte es Lurker in die Schuhe geschoben. Aber der ist duschen. Das funktioniert nicht, Dominik. So. Wow. Wisst ihr, was mein großes Problem ist? Jetzt, wo alle in Japan sind, ist es echt schwer, einen Stream zu finden nachmittags.
Also zum Gucken. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Es ist echt wenig Auswahl geworden seitdem. Also auch Dalu, der die letzten Tage halt nur immer so früh gestreamt hat. Ganz schwierig. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Tschö. Hau rein. Oder so. Danke, Dominik. Das ist aber schön. Wow. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Es ist so traurig, dass er davon überrascht ist. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Fakes Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt und ich weiß vom Behälter. Ah, wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass du mir das sagst. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Nein, er wird sterben. Er wird sterben, Chad. Ich merk's doch. Willkommen zurück, Lurka. Und Dankeschön für Säckchen für die Kinder, Schoki. Oh.
Du darfst nicht. Chat, packen und mitnehmen.